Keine Zeit ist nur eine Ausrede. Ja, viele Leute sagen, ach, ich habe keine Zeit, dies zu tun. Ich habe keine Zeit, jenes zu tun. Aber das ist nur eine Ausrede. Ja, denn wir haben Zeit, wir haben bloß nicht die Priorität, etwas zu tun. Und ich komme auf dieses Thema, weil es etwas ist, was ich mir selber oft sage, ah, ich habe keine Zeit, das zu tun, ich habe keine Zeit, das zu tun. Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich die Zeit. Ich bevorzuge nur, meine Zeit anders einzusetzen. Beziehungsweise manchmal setze ich meine Zeit nicht sehr weise ein und verschwende Zeit. Und dann denke ich mir, naja, all die Dinge, bei denen ich sage, ich habe keine Zeit, ne? Hätte ich diese Zeit jetzt nicht verschwendet, hätte ich sie zum Beispiel dafür nutzen können, die Dinge zu machen, die ich mir schon lange vornehme. Ja, oder all die Dinge, die ich mir so vornehme. Okay, also ich denke, es ist wirklich nur eine Frage der Priorität. Ja? Und das habe ich mir auch gedacht, als ich 2 Wochen lang Pause gemacht habe, hier auf YouTube. Und ja, ich habe mir gesagt, ah, ich habe jetzt keine Zeit, die YouTube-Videos zu machen, aber ich weiß, dass sie sehr beliebt sind. Ich weiß, dass euch diese Vlogs gefallen. Und es werden in Zukunft jetzt auch noch mehr kommen, also auch Videos mit Untertiteln wieder und so weiter und auch Videos, die ich ein bisschen mehr produziere, ja, wo ich mehr Energie reinstecke, sie zu produzieren mit Bildern und all sowas. Ja. Das wird in Zukunft auch mehr kommen. Genau. Ja, ach so, bevor ich es vergesse, ja, du schaust dir dieses Video vielleicht an, weil dies eine Ausrede ist, die du auch oft benutzt. Und ich habe sehr viel gelernt über Zeitmanagement und Energiemanagement und Zielsetzung und so weiter. Und viele von euch lieben diesen Aspekt der persönlichen Entwicklung in Authentic German Learning. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde euch ein bisschen was beibringen. Ja? Ich werde ein Webinar machen, in dem ich dir ganz viel beibringe über Zeitmanagement, Energiemanagement, Lebenslust, all sowas. Ja? Ein Webinar über persönliche Entwicklung. Und ich möchte dir ganz viele Dinge beibringen und ja, ich bin sehr gespannt darauf. Wenn du interessiert bist an diesem Webinar, dann besuche authenticgermanlearning.com/webinar. Ja, ganz einfach, authenticgermanlearning.com/webinar. Okay, und ich mache diesen Webinar zu verschiedenen Zeitzonen, sodass du auch dabei sein kannst, egal wo du lebst, ja, zu verschiedenen Zeiten für verschiedene Zeitzonen. Und ja, ich habe auch so das Gefühl, ich möchte dir mehr beibringen über persönliche Entwicklung, weil es ja etwas ist, was vielen Leuten gefällt und was meine Leidenschaft ist und was mich auch sehr unterscheidet von anderen YouTubern, die Deutsch beibringen, ja, dass ich über persönliche Entwicklung spreche und deswegen möchte ich dir auch sehr viel über persönliche Entwicklung beibringen. Okay? Und deswegen möchte ich dieses Webinar für dich machen, ja, live. Ja, sodass du mich erleben kannst, sodass du Fragen stellen kannst, was immer dir auf dem Herzen liegt. Ja, schreibe dich ein, authenticgermanlearning.com/webinar. Okay, vielen Dank im Voraus. Wir sehen uns dann, ja, und live
mit mir und ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, AuthenticGermanLearning.com/Webinar. Bis dann. Tschüss.